meine Herren, bitte. Meine Herren, bitte um Aufmerksamkeit. Attention, please. Attention, please. Sagst 100. Am tollsten war immer das, wenn die Mannschaft da war in Vilsbiburg beim Feiern. Und es schmeckt sie ja genauso süß, wie der Werner immer ausschaut im Einzel- und Doppelspiel. Wunderbar. Echt super. Also die Mannschaft war zusammengeschweißt wie eine Familie, wo jeder für jeden steht. Also war eine hervorragende Atmosphäre und ich habe mich auch unheimlich wohl gefühlt. Der Werner Fischer war mein langjähriger Doppelpartner. Ich habe also jahrelang mit dem Doppel gespielt und gelacht hat er höchstens im Auto beim Wegfahren. Aber dass ich habe ihn schon sehr früh darauf aufmerksam gemacht, dass er immer aussieht, als hätte er verloren, obwohl er gewonnen hat. He never smiled. Never. Ich bin halt der Gaudi-Vogel von uns in der Mannschaft gewesen. Der Werner, der war mehr. Der hat vielleicht mehr nach innen gelacht, ja. Es ist ganz toll, dass die Leute wieder beisammen sind. Und ich stelle fest, es sind immer nur die Alten. Es hat sich keiner verändert. Wenn man mit den Leuten redet, jeder hat immer nur dieselben Sprüche drauf, dieselben Wesenseigenschaften. Also man fühlt sich gleich wieder zu Hause. Der Schläger schmeckt sehr gut. Mandoline mit Noten schmeckt sehr fein.